Morgen, Pumuckl. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja. Dann ist es recht. Magst du einen Kakao? Ein Kakao? Oh ja, gerne. Vielleicht mit Zucker, aber... Mit Zucker? Aber, was noch? Was denn aber? Ja, eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich einen Kaka, ob ich Hunger habe oder nicht. Ich glaube, ich habe vielleicht gar keinen was Hunger. Was ist denn? Ist das schlecht? Nein. Sag mal, kann der Puhwackel eigentlich auch unsichtbar werden? Nein, der kann nicht unsichtbar werden, nein. Oh, der ist ja aus Holz. Dann würde ich ganz gerne unsichtbar werden und der Puhwackel kann meinen Kakao haben. Der Puhwackel ist aus Holz, habe ich gerade gesagt. Der trinkt doch keinen Kakao. Meister Eder, sag mal, er ist aus Holz und er trinkt keinen Kakao. Nee. Ja, aber seine Fäden, die kann er abschneiden. Ja, die. Hast du das gesehen? Der hat sich selber seine Fäden abgeschnitten. Ach, sich selber hat er die? Ja. Jetzt musst du den eigentlich schimpfen. Ja, den müsste ich eigentlich schimpfen. Und wie musst du den schimpfen? Ja, aber ich glaube, der hat sich's gar nicht selber abgeschnitten. Das kann er ja gar nicht. Mit Fäden kann man sich doch nicht selber die Fäden abschneiden. Ne? Dann musst du vielleicht mich schimpfen, meinst Warum du? Warum denn? Ja, weil ich hab doch die Fäden abgeschnitten. Ja, das denke ich mal, aber ich schimpf dich auch nicht. Du schimpfst mich auch nicht? Nein, ich mag heute nicht schimpfen. Oh, heute wird nicht geschimpft. Nein, im Gegenteil, ich bitte dich um Entschuldigung. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Warum? Ja, das musst du mir erklären. Warum entschuldigst du dich bei mir? Ich entschuldige mich bei dir, weil ich dich gestern erschreckt habe mit dieser Marionette. Ich wollte ja eigentlich erfreut machen, weißt? Eine Puppe wollte ich dir schnitzen, eine Gliederpuppe, die sich bewegt, wollte ich dir schnitzen. Und ich habe mir gedacht, da hast du deinen Spaß dran und ich habe meinen Spaß dran. Und dann lassen wir die tanzen und dann haben wir miteinander unseren Spaß dran. Aber ich habe gestern gesehen, dass ich dich erschreckt habe damit. Und ob, das war überhaupt kein Spaß. Aber kannst du das noch mal sagen, was du gerade gesagt hast? Entschuldigung. Ah, so mag ich das. Endlich liege ich hier richtig. Und du bist schuld. Ha, und nicht immer der arme, unschuldige Pumuckl. Ja, der arme, unschuldige Pumuckl. Gell, sei vorsichtig da. Das finde ich sehr praktisch. Oh, ich werde nicht geschimpft und du bist schuld. Aber weil du dich so schön entschuldigt hast, nehme ich diese Entschuldigung an. Ein großes Klabauter verzeihen, jawohl. Ah, schön. Jawohl. Ah, das ist nett von dir, ja.